Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe es im Frühjahr bestellt und es hieß bei der Bestellung, es wird genau zu Weihnachten geliefert. Und was ist passiert? Da ist es. Ich habe im Frühjahr 2021 eine Konsole bestellt, eine Retro-Konsole. Und die soll produziert werden und sie soll zu Weihnachten verschickt werden. Und jetzt ist es heute der 22. Dezember und es kam gerade an per DPD, die es in den Garten geschmissen haben. Danke, DPD. Ja, dieses wunderbare Paket. Und dann schauen wir doch gleich mal rein, was es ist, was ich euch zeigen darf, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Ein Stück Pappe. Nein, das ist es nicht. Es ist, und jetzt muss ich kurz umdrehen. Zweites Stück Pappe runterschmeißen. Es ist die sogenannte Founder Edition. So sieht es aus. Die Founder Edition von Evercade. Evercade ist im Grunde eine Emulation und ein Emulationsteil, das man ansteckt an den Fernseher. Und ich habe natürlich die weiße Ausgabe und es gab jetzt die Founder-Ausgabe zu einem teureren Preis, die ich natürlich haben musste. Founder-Ausgabe hört sich natürlich super an. Also man schafft quasi eine Begehrlichkeit und die Founder-Ausgabe soll in Schwarz sein. Ich habe sie bisher, wie gesagt, in Weiß und kann mit dem Ding schön spielen. Jetzt haben wir die große Ausgabe. Ich mache das Plastik gerade mal ab. Das war bisher ein Handheld. Ich mache erstmal hier. So, das war bisher ein Handheld und jetzt kommt quasi die Maschine, die man direkt an die Glotze anschließt. Konnte man bisher auch, aber jetzt ist es natürlich komfortabler und man hat 1, 2, 3, 4 USB-Ports. Okay, ich bin mal gespannt. Wir gucken jetzt mal rein. Also, wie macht man es auf? Man macht es gar nicht auf. Man schiebt es raus. Also, hier schieben wir es raus. Raus. So, auch darunter. Und jetzt nächster Schritt. Wie machen wir es auf? So machen wir es auf, glaube ich. Ach, ich bin nervös. Wo laufen sie denn? Also hier machen wir die Kiste auf, die schwarze Kiste. Boah, gar nicht schlecht für so ein Plastikding. Also, so sieht die Founder Edition aus. In so einem Plastikteil ist ja diese. Oh Gott, ist das alles verbaut. Also hier ist es drin. Hinten HDMI und Strom und Power, Klick. Und hier macht man die Klappe auf. Und hier kommen dann die entsprechenden Cartridges rein. Das Tolle bei Evercade ist, sie haben ja Retro-Spiele, wie gesagt. Das heißt, es sind viele alte Atari-Spiele dabei. Ich bin ja ein Riesenfan vom Atari 2600 und ich bin ein Riesenfan vom Atari Lynx-System. Und da sind einige Spiele auf Cartridge rausgekommen, die man jetzt an der großen Glotze spielen kann. Und man schließt vorne die Controller an. Was ist noch drin? Plastik. Plastik kommt weg. Oh, bumm, jetzt kommt hier links. Was haben wir hier? Hier haben wir die Founder Edition. Was ist in der Founder Edition drin? Die macht man da. Schöne Kiste. Ups. Und man kriegt es nicht auf. Es ist echt immer so. Es ist dabei, ganz wichtig, ein Schlüsselanhänger. Brauche ich natürlich überhaupt nicht. Aber hier ist die Kiste, wo man die Cartridges quasi reinlegen kann, die kleinen. Da ist die Anleitung. Ja gut, viel Anleitung brauchen wir eigentlich nicht. Und was ist noch drin? Ein Aufkleber? Nein. Es ist hier, oh, ein Zertifikat, dass ich ja wirklich der Besitzer dieser Originalsache bin. Cool. Also der Black Edition. In so einem, sieht aus wie so eine DVD-Kiste. Was ist noch drin? Es ist nichts drin.
Doch, es ist noch was. Plastik, es ist nochmal Plastik drin. Also, dann haben wir hier die Anleitung, jawohl, und irgendwie Zeug. Und jetzt kommt das Interessante, Jetzt haben wir hier als erstes ein Poster. Nicht, dass ich irgendwie Poster brauche in meinem Leben noch, aber hier haben wir das schöne Poster mit verschiedenen, so, ja, mit verschiedenen Abbildungen von Pong, von was weiß ich. Also, wir haben ja verschiedene Plattformen, die bei Evercade dabei sind, wie Intellivision oder eben, ja, Atari-Version. Natürlich sind die, und jetzt ist noch was dabei. Es sind noch Geschenke dabei. Es sind nämlich Spiele dabei. Guck mal. Technos sagt mir nichts. Oder Data East sagt mir auch nichts. Also müssen so alte britische Sachen sein. Und es geht weiter, Dann haben wir natürlich die Atari Games. Atari Games und Gelco. Sagt mir auch nichts. Bin ich auch gespannt. Ist dabei. Dann ist dabei nochmal Plastik. Bitmap Brothers. Sagt mir auch nichts. Und Intellivision, das sagt mir was, das hatte ich früher auch, diese Videokonsole. Boah, also 6 Cartridges sind dabei mit Spielen und dann kommt nochmal, ja, nochmal Plastik, aber zudem kommt was Tolles, nämlich, oh Gott, aus dem Plastik rauspopeln, die Controller. Da sind 2 dabei, die werden per USB angeschlossen und dann kann man eben zocken. Es ist noch dabei, noch ein Controller, klar. Es ist noch dabei ein Ladekabel, aber es ist keine Ladestation dabei. Also man braucht eine eigene Ladestation und es ist nochmal ein Ladekabel dabei. Aber es ist kein HDMI-Kabel dabei. Doch, hier ist noch was. Nee, es ist kein HDMI-Kabel dabei. Schade, macht nichts. HDMI-Kabel haben wir. Was mich also wirklich freue bei der Founder Edition, dass diese ganzen schönen Spiele dabei sind. Hier. Ich glaube aber, die Variante habe ich schon, aber macht ja nichts. 13 Spiele, hier sind 6 Spiele, da sind 5 drauf, da sind 12 drauf, da sind 10 drauf und da sind 8 drauf. Und da ist ein Poster und Kiste. Und so sieht die Founder Edition aus. Ich muss mal gucken, an welche Glotze ich das Ding anschließe oder ob ich es direkt an den Monitor anschließe. Er hat keinen eigenen Audioausgang, oder? Nee, das heißt, ich muss den Audioausgang von der Glotze nehmen. Aber hier nochmal gucken, aufmachen, klack, und dann kann man hier die Kloppe aufmachen und die Cartridges reinstecken. Und man kann dann auf HD-Format Retro-Spiele spielen. Wow! Blaze Entertainment, ich danke. Und ihr habt euer Wort gehalten. Das kommt nicht so oft vor in dieser Branche. Früher bestellt, 22.12. geliefert. So soll es sein. Freunde, ich muss Weihnachten zocken. Tschüss, Servus, alles Gute und danke.